So, hallo an alle zu einem neuen Video und heute gibt's mal wieder was Spezielles, nämlich eine Minecraft 1.8 Map-Vorstellung und ich betone 1.8, weil wir wissen, dass es in der 1.8 ziemlich krasse Scheiße gibt und das hier übertrifft alles, was ich jetzt hier, glaube ich, gesehen habe, um einiges, weil das ist extremst übertrieben. Ihr könnt es im Titel lesen, es geht um ein spielbares, funktionierendes, detailgetreues Piano. Das Ganze steht hinter mir. Der Map-Ersteller hier einen kleinen Konzertsaal nachgebaut. Ich habe es mit Glows und so ein bisschen ausgeleuchtet, damit man es genauer sehen kann. Und da werden wir gleich hingehen und das Ding auch spielen. Und es funktioniert extrem gut. Man hat Tasten auf dem Boden oder vor sich abgebildet, die man auch tatsächlich drücken kann. Und es geht alles. Mega krasses Zeug. So, wir sind auf der Version 1.8. Natürlich Vanilla, ohne Mods, ohne gar nichts. Ist rein Vanilla gebastelt. Das Ganze ist von Onoware gebaut. Ich verlinke euch mal den Planet Minecraft Link unten in der Beschreibung. Könnt euch die Map gerne auch mal selbst ziehen. Ich gehe einfach mal hier durch und wir schauen uns das Ganze an. Hier noch kurz Hinweise, wie das funktioniert. Man kann sich auf die Dinger theoretisch hier unten draufsetzen. Auf den Stuhl sozusagen, auf die Bank. Man kann mit den rechten unteren Button sozusagen Settings ändern. Man kann Shift klicken, dann geht man, glaube ich, wieder runter. Man kann ein Music Sheet da vorne irgendwie reinlegen, dass das Ding von alleine spielt. Und man sollte aber drauf sitzen bleiben, während es spielt, weil ansonsten würden sich Pedale resetten. Und soweit kenne ich mich gar nicht aus, wie man da unten Pedale einstellen kann. Das, glaube ich, habe ich noch gar nicht mitbekommen. Das zeige ich gleich mal. Ich gehe einfach mal runter. Wir gucken uns das Ding an. Das ist so crazy shit, ganz im Ernst. Fast noch was gefasst. Also mich hat es ein bisschen umgehauen, dass sowas möglich war. Schau ich das mal an. Ein 1A perfektes Piano anscheinend. Ja, sind hier unten irgendwelche Pedale, aber ich weiß nicht, wie die funktionieren bis jetzt. Es ist sehr detailgetreu nachgebildet. Wir haben hier Tasten, perfekt. Auch die kleinen Tasten da oben. Dann haben wir schräge Stützen, Anführungszeichen. Schrägen Teppich, dass es auch wirklich sehr detailgetreu ein Klavier gibt. Ah. Und wir können uns hier draufsetzen. Auf den Ding. Auf die Bank. Jetzt sind wir praktisch der Konzertmeister. Klaviermeister. So. Wir haben zwei Sachen hier im Inventar. Einerseits den Button hier, damit können wir spielen. Und hiermit können wir den Mode ändern, weil ihr kennt ja von Minecraft die Sounds. Und je nachdem, welches Material man drunter hat, verschiedene Töne. Manchmal hast du halt Claps oder was weiß ich. Andererseits manchmal hast du einen Pianoton. Okay. Dann zeige ich mal ganz kurz, ich spiele einfach mal ganz blöd hier rum. Die Sounds müssen auch hochgestellt sein, 100%. Und zwar fangen wir vorne an bei C. Anscheinend sind da die Tonleiter wieder abgebremst worden, weil pro Material gibt es ja echt nur 8 Töne oder so. Kann man komplett spielen. Sogar die schrägen Töne hier oben gehen. Ja, ich weiß nicht, wie sie heißen, aber ich bin kein Musiker. Extrem cool umgesetzt. Ich könnte jetzt was spielen, aber wenn ich spielen könnte. Außerdem kann man ja nur ganz eins am anderen recht kurz eigentlich. Die Tasten drücken, obwohl das geht eigentlich, wenn man spammt. Aber es ist angeordnet von den Tonleitern her. Perfekt. Ja, wenn man alle trifft natürlich. Und die werden auch noch angezeigt, was genau man hat. Sehr detailgetreu, unter anderem. Und ja, man kann auch theoretisch, glaube ich, sich hier drüben setzen. Auf die rechte Seite. Nee, geht nicht. Man kann sich noch auf andere Seite setzen. Okay. Und perfekt spielen. Wie das mit Pedalen bringt. Soft Pedal, Sustain, Nuto Pedal, Damper Pedal. Ich weiß gar nicht. Huh. Man kann die Töne anders klingen lassen. Das da? Ist wieder rausgegangen? Ich glaube, es ist wieder rausgegangen. Okay, da passiert das nur einmalig. Das geht von allein wieder raus. Jetzt lernen wir was über Musik. Und das Soft Pedal. Die Töne sind leiser. Töne sind leiser. Ja, mit dem Ding an sind sie leiser. Also für Musiker, die werden sich ja auskennen, aber krasse Scheiße, Mann. Crazy Shit. So, und was macht das Ganze möglich? Das schauen wir uns jetzt mal an, indem wir durch die Hintertür gehen. Backstage und Exit. Einmal kurz hier rausgehen. Dam, dam, dam. Hier ist die ganze
Redstone-Anlage, Redstone-Quark, hier also hier drin ist das kleine Studio. Und hier haben wir die ganzen Command-Blöcke dafür. Ja, so ein paar. Also, Kamayama, ne? So, spontan. So ein paar Command-Blocks. Das sind die ganzen Töne, die gespielt werden können, so wie es aussieht. Ja. Sind ja überhaupt nicht viele. Genauso wie hier vorne. Sind ja auch überhaupt nicht viele. Aber ja, eine sehr geniale Leistung, finde ich. Also hier ist echt einiges gemacht worden auf dieser Map. Ich finde die Idee übelst genial, muss ich sagen. Und es funktioniert auch. Und Alter, einfach krass, was in der Version möglich ist, wenn man es richtig übertreibt. Man kann perfekt ein Piano nachbauen. Ja, damit jetzt die Frage an euch. Was haltet ihr von dem Ding? Wie viele Punkte würdet ihr dem geben, dieser Karte von 10? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten lasst auch gerne einen anderen Kommentar an, ob ihr irgendwas hier noch speziell besonders findet. Außer das Piano. Nein, aber das ist krass, was alles möglich ist. Was nicht sonst noch alles möglich ist, obwohl noch keiner drauf gekommen ist. Crazy Shit. Rein in Vanilla Minecraft gemacht, ohne Mods. Und ja. Ich bin raus, ich bin sprachlos. Wir sehen uns demnächst. Lasst krachen. Und tschüss.